Wenn ein medizinischer Notfall eingetroffen ist, ein Arbeitsunfall passiert ist oder eine schwierige Situation wie ein Suizid, dann ist das auch für die Ersthelfer häufig eine grosse Belastung. Und auf so Belastungen reagiert jeder Mensch ein bisschen anders und auch nicht jedes Mal genau gleich. Das weiss auch Corinna Bandelli von der Krisenintervention Schweiz aus ihren vielen verschiedenen Erfahrungen. Es ist jedes Mal eine absolute Blackbox. Also ich glaube wirklich, beim Defusing, wo erst ein bisschen später stattfindet, wo du in einer Gruppe machst, ist es berechenbarer. Dort habe ich auch einen klaren Plan, was ich mache mit ihnen oder wie das abläuft, so ein Defusing. Aber wirklich, ich sage jetzt Kriseninterventionen, notfallpsychologische Interventionen, da komme ich vor Ort unter Umständen eine halbe Stunde, nachdem das Ereignis passiert ist. Und da brauche ich eine wahnsinnig grosse Flexibilität und Offenheit, das zu nehmen, was dann kommt. Für Christian Rüthnauer und Martin Rentsch von Digitec Galaxus gibt es vor allem ein Thema, das jedes Mal schwierig ist. Nachrichten überbringen von Familienangehörigen, weil keine Führungsperson vorhanden war, weil es hätte schnell gehen müssen, es hätte zeitnah informiert werden, weil weitere Entscheidungen davon abgehangen sind. Das kommt im Betrieb sehr selten vor. Aber kann es auch da schon gehen. Betriebe haben wir es noch nicht gehabt. Aber ich glaube, es ist sicherlich eine Situation, weil es ist wirklich um ein Kind gegangen und da müssen wir schnell reagieren. Bei mir ist es auch so, ja. Das ist wirklich eigentlich die Nachricht nachher zu überbringen. Das finde ich auch so richtig schwierig, den Hinterbliebenen. Also, oder auch nur, wenn ein Unfall war, so wie einem Lernenden, den wir hatten. Und dann müssen die Eltern anrufen und sagen, oh, ihr Sohn hat jetzt bei uns einen Unfall gemacht. Oder? Wenn man das so überbringt, das ist manchmal ein bisschen, man muss ein bisschen aufpassen, was man dort sagt, oder? Dass es nicht gerade so voll hart überkommt. Gibt es denn Menschen, die immer besonders gut oder immer besonders schlecht mit solchen Situationen umgehen? Also die höhere Belastungen oder wenig Umgang mit Belastungen ist natürlich sehr, sehr auch offen von der Geschichte von jemandem. Also wie resilient ist er, was hat er schon für Erfahrungen gemacht, wie hat er vielleicht vorgehende Krisen schon gemeistert, hat er dort wie gemerkt, ich bin fähig, um das zu machen, also um mit einer Krise umzugehen. Es ist auch da sehr unterschiedlich, oder? Wie jemand wie er umgeht mit einer Belastung. Genau. Kann ein Mensch, der meistens sehr gut mit solchen Situationen umgeht, vielleicht auch plötzlich umso mehr Mühe haben mit einer ganz bestimmten Situation? Vielleicht, ja. Ja, also wirklich, mir ploppt jetzt da wirklich gerade ein Polizist auf, der sich gemeldet hat bei uns, der wirklich so der Tough ist und immer gefunden hat, er hat viel erlebt in meinem Berufsleben und mich bringt jetzt gar nicht so aus und Berufsrisiko und so, wo dann wirklich einfach ein Ereignis, aber wo nicht einmal wirklich so außenstehend vermeintlich so heftig war, hat es wirklich dann zusammengelegt im Sinn, wo wirklich hat nicht mehr geschlafen, hat nicht mehr gegessen, hat sich selber nicht mehr gespürt, wann er braucht und nicht braucht. Und da dann wirklich mal festgestellt haben, aufgrund von dem Gespräch, das ich geführt habe mit ihm auch, dass es wirklich mit einem Ereignis zu tun hat, das schon viel früher war, wo aber wirklich dann einfach ein kleines Detail wieder aufgeploppt ist, wo er gemerkt hat, eigentlich bin ich mit selben Einsatz nicht stark gekommen und jetzt habe ich es voll, oder? Volle Wucht. Ich war früher selber als Rettungssanitäter unterwegs. Ich mache an Einzelfällen schon 25 Jahre umeinander. Das heisst, ich habe immer noch Situationen, Fälle, wo ich gewisse Déjà-vu habe, wo ich Sachen wieder aufbereiten muss. Ich habe meine eigene Strategie in den Jahren entwickelt. Unter anderem bin ich jede Nacht mit der Frau an sich, gemütlich was trinken, austauschen, wie der Tag passiert ist. Auch Fälle aus dem Geschäft, bleibt es in der Privatsphäre inne. Da habe ich meine eigene Strategie auch müssen entwickeln. Aber man schließt mit vielen, vielen Sachen einfach nie ab. Das muss einem bewusst sein. Und deshalb habe ich auch einen gewissen Impact auch in die Firma mitgebracht, sodass wir das auch in die Firma ausrollen können. Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich wie beim Christian. Ich habe vielleicht noch den Vorteil, dass meine Tochter noch auf dem Notfall arbeitet. Und dann können wir dort hier und da noch ein paar Sachen austauschen. Und ich habe natürlich auch noch starke Partner daheim und bin nachher in einer ruhigen Umgebung. Und dann kann ich eigentlich ein bisschen abschalten. Oder ich hocke auf meine Arle und drehe eine Runde und dann ist es wieder okay.
Aber ganz glaube ich, kann man nie abschliessen, aber es tut mich auch nicht irgendwie so brutal belasten nachher. Mein Job ist dort zu helfen und probieren alles richtig zu machen und dann übergebe ich es dem Rettungswagen und dann ist für mich eigentlich dann schon fast der Fall abgeschlossen. Wie wichtig ist ein Defusing oder eine Nachbesprechung nach einem Arbeitsunfall? Ja gut, gell, da triffst du jetzt auf jemanden, wo da durch alle Böden durchvertritt. Oder? Dass ich wirklich finde, Nachbesprechung, sei sie auch noch so kurz, aber zumindest, ich würde es sogar noch so nennen, einfach kurz zusammenzustehen, bevor jeder wieder seinen Beruf nachgeht, jetzt beim Betriebssanitäter oder Feuerwehr, der wieder zurückgeht, auch im Milizsystem, wirklich einfach kurz zusammenstehen, muss Kultur sein. Und jeder muss eine Gelegenheit haben, wirklich sein dazu beizusagen, was er erlebt hat oder was er gesehen hat. Und ich meine, eine strukturierte Einsatznachbesprechung ist dann schon eins drauf, oder? Was ich aber auch finde, extrem wichtig. Nicht, also mitunter auch natürlich, oder? Dass ich finde, in so Einsatznachbesprechung kannst du Erkenntnisse ableiten für nächste Einsätze. Hey, was ist richtig gut gelaufen? Was behalten wir bei, oder? Wo war es schwierig gewesen? Und wie haben wir die Schwierigkeiten gelöst? Und wie könnten wir es auch noch lösen? Weiterbildung hoch 3. Absolutes Must. Also da bist du jetzt wirklich, finde ich, extrem wichtig. Wie schützt man sich als Ersthelfer dann am besten selber? Gibt es Werkzeuge, Ritual oder bestimmte Vorbereitungen? Gell, so Prävention oder wie schütze ich mich als Ersthelfer selber, fängt für mich halt wirklich schon mal dort an bei der Auswahl, oder? Dass jemand Ersthelfer wird. Also, dass man dort wirklich von einem Betrieb her wirklich gut hinschaut, hey, was ist die Motivation von jemandem, der das machen möchte. Ich meine, eigentlich ist es ja völlig löblich, wenn da jemand machen will. Aber ich finde, es ist auch in der Verantwortung herzuschauen, was ist die Motivation und die ganze Rekrutierungsphase. Und ich glaube, bei der Vorbereitung finde ich es extrem wichtig, dass man wie die Leute schulen, hey, was kann dir alles, begegnen, oder? Was kannst du alles antreffen? Einmal rein so gedanklich aufmachen, nein, ich gehe nicht nur einfach mit dem Rucksack lossäckeln, sondern was kann auch noch alles auftreten, oder? Und ganz wichtig, wie schaue ich mir nachher, oder? Und eigene Stressreaktionen kennen und dann auch zu wissen, was kann ich gegen das machen. Ja, wir haben es jetzt gehört, wir sind auch auf einer von der kollegialen Werbung für Betriebssanitäten sind wir auf eine öffentliche Ausschreibung gegangen, also intern einfach das Ganze, dass wir Betriebssanitäten suchen und es hat auch da wieder geheißen, schauen ganz genau her, welche Betriebssanitäter nehmen wir und das nehme ich sicher mal mit und das Ganze eben ist offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Und was ich jetzt wieder gelernt oder gehört habe, wir machen einfach zu wenig Debriefings am Schluss. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen schwermachen. Meistens nach einem Einsatz gehst du wieder retter und dann gehst du wieder weiterarbeiten, bis der nächste Einsatz kommt. Und da müssen wir uns noch mal ein bisschen die Kultur noch mal ein bisschen ändern bei uns hier. Ist es schon vorgekommen, dass das eigentlich alles funktioniert hat, aber plötzlich nach 2 Wochen oder vielleicht auch 2 Jahren merkt man, dass es doch noch nicht gegessen ist? Ja, das gibt es schon immer wieder mal. Also es gibt einzelne Fälle, wo ich auch schon selber so erlebt habe, weil man doch nicht ausgebildet ist. Also man hat vielleicht das fehlende Know-how. Ich glaube, das, was wir heute gehört haben, hat uns schon ein Stück weitergebracht. Ich arbeite viel an solchen Themen, viele Fachbücher gelesen. Doch weiß ich sehr wenig. Es ist erlernt in der Praxis auch anzuwenden, ist wieder was ganz etwas anderes. Und so seine Strategien selber arbeiten. Ich glaube, das können sehr wenige, ja, Management-Tools lernen, sehr wenige. Es ist so die Eigenorganisation, vernachlässigt man dann und man denkt dann immer, ja komm, jetzt habe ich es gemacht, ich habe mein Ritual abgeschlossen und man kommt dann in einen gewissen Trott rein und verliert dann wirklich die Objektivität und sagt, okay, das Spezial war doch ein bisschen anders wie die letzten 20, wo ich so bearbeitet habe. Da bin ich Gott sei Dank froh, dass ich meistens meine Frau habe, die gewisse Impacts dann bringt. Sag, hey, komm, guck's doch noch, denk, komm mal nochmal nach, komm, ich schätze morgen nochmal drüber, sodass ich da eine gewisse Hilfestellung habe. Aber selber überschätze ich mich dann schon ab und zu schnell zum Sagen, hey, ich muss dich jetzt wieder zurück an meine eigentliche Arbeit. Und das ist halt ein dauerwerdender Prozess.
Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Form bricht es wieder aus, oder? Also, wie hoch ist der Leidensdruck ab dem? Sonst denkt es mich wirklich noch, also das absolute Mass, oder, dass man einen Gesprächspartner hat, wo man da darüber austauschen kann, dass es so ist, dass es immer wieder kommt. Und dann, glaube ich, geht es wirklich hinzuschauen, wie gravierend sind die Auswirkungen von dem Aufploppen? Oder wie weit ist es wirklich noch irgendwie, dass sogar die Lebensqualität eingeschränkt ist? Und ja, und dann macht es dann irgendwann Sinn, dass man eben wirklich sich professionelle Unterstützung erholt, oder? Und da wirklich mit einem Therapeuten zusammen anschaut. Welche Unterstützung und Wertschätzung erfahren Betriebssanitäter eigentlich im Betrieb? Ich denke, es ist aktuell immer noch ein Tabuthema. Ich sehe das im eigenen Betrieb, auch in der Mikrowelt, auch draußen, wenn ich unterwegs bin in anderen Firmen. Es ist immer noch nicht präsent, dass man den Leuten, die solche Arbeiten leisten, die entsprechende Wertschätzung weitergibt. Wir arbeiten da aktiv dran, auch durch das Commitment durch unsere Geschäftsleitung, wo ich gerade am Vorbereiten bin, auch durch die Wertstellung. Unsere Sanitäter haben mittlerweile ein eigenes Stelleprofil, die sind eine gewisse Abgrenzung auch von ihrer Funktion, dürfen sich die entsprechende Zeit nehmen. Das ist schon die erste Wertstellung, die wir schon erreicht haben. Wir arbeiten aber weiterhin daran, auch durch Kommunikation, durch eigene Fachaustausch, durch What's News, wo wir jetzt auch auf nächstes Jahr aufgleisen werden, dass man auch präsent zeigt, was machen die Sanitäter. Die werden auf nächstes Jahr dann auch einen gewissen aktiven Beitrag leisten, um Führungskräfte ausbilden, dass man auch wirklich sieht, was machen die, dass sie präsent werden. Und ich glaube, durch das kriege ich mal wieder eine zusätzliche Wertschätzung. Aber es ist noch nicht in die Führungsetage angekommen, dass man das wirklich offen, transparent wertschätzen tut. Ja, es ist immer der Faktor Kosten, wo immer das Thema ist, oder dann ganz keine Zeit für solche Sachen zu machen, oder ja, warum sind sie schon wieder weg, wenn natürlich ein Betriebssanitäter ist, der viel mal weggeht, dann ist natürlich in der Produktivität natürlich langsamer, und das ist, glaube ich, das, was der Christian gesagt hat, wir müssen den Führungskräften schon überbringen. Ich glaube, obendrein in der Geschäftsleitung gibt es schon Leute, die das auch schätzen. Und also in meinem Fall, ich habe erleben dürfen, wo wir letztes Jahr den Fall hatten, mit dem Chauffeur, und dann ist nachher der Geschäftsführer gekommen und hat wirklich mir Danke vielmal gesagt. Und auch nachher hat er mal eine Führung mit seiner Frau und dem Kind. Und dann sagt er, ah, das ist der Martin, das ist der Leben rettet hier im Digitec. Also, ja, das ist so für mich das Dankeschön. Das Finanzielle ist, das ist bei mir irgendwie 100 Stufen hinten dran. Für mich ist, ich helfe jemandem und an dem habe ich den Plausch. Und so soll es auch so sein. Und darum sind wir auch heute wieder an diesem Kurs da. Das sind die 6 besten Sanis, die ich hier habe. Und darum haben wir sie hier auch eingeladen. Und das soll auch eine Wertschätzung sein, dass man die Kurse zahlen sollte. Wir zahlen prinzipiell alle Kurse, unsere Betriebssanitäter. Aber der war jetzt noch ein spezieller. Und darum haben wir, vor allem der Christian, hat sich dann stark gemacht, dass wir da kommen können. Und dass sie auch das eben lernen, mit dem Stress vorher und nachher umzugehen. Der Kurs, den Martin Rentsch anspricht, ist von Notfalltraining Schweiz ins Leben gerufen worden und hat im September 2023 ein erstes Mal stattgefunden. Ja, der Kurs ist eigentlich aufgrund von Rückmeldungen von Teilnehmern oder von Kunden gekommen. Wir merken, dass die Kunden vermehrt mit diesen Situationen in Kontakt kommen. Also sei es Mitarbeiter, die Probleme haben auf psychischer Basis und sie eigentlich dort auch sagen, das ist für uns ein Thema, das wir anschauen wollen. Weil einfach das Know-how bei den Mitarbeitern ist vielleicht noch nicht ganz so da, wie es jetzt vielleicht bei anderen Themen wie jetzt die Reanimation ist. Und sie sagen einfach, wir würden dort gerne so etwas mehr wissen dazu. Und das war so der Ausschlaggeber gewesen. Wir haben dann geschaut, wer könnte als Fachperson da uns eigentlich mit bestem Wissen und Gewissen Rat und Tat zur Seite stehen, und haben eigentlich Corinna Bandelli bei der Krisenintervention gefunden und haben gesagt, wir wollen wirklich eine Fachperson, die zu diesem Thema den Betriebssanitäter dann kann neue Inputs geben. Das heisst, das Thema ist angekommen? Ja, das habe ich das Gefühl. Das Interesse war da. Der Kurs war nach kurzer Zeit bereits ausgebucht. Die Nachfrage ist da. Wir haben auch bereits wieder
Kunden, die nachgefragt haben, führt ihr ein zweites Mal durch. Das zeigt uns auch, das ist wirklich ein Thema, das die Leute beschäftigt. Auch wenn wir Kunden nachfragen, was habt ihr für Wünsche für die Stufe 2 oder die Stufe 3 IVR, ist psychische Notfälle immer ein Thema und immer ein Wunsch. Also ja, absolut, das ist angekommen.